Ich heiße Adrian Meyer und ich bin, das muss ich einfach vorweg sagen, ein glücklicher Mensch. Und ich habe eine wunderbare Frau, ich habe eine wunderbare Familie. Wir haben beste Verhältnisse, es ist nicht selbstverständlich, man hat auch immer ein bisschen arbeiten an dem. Und grundsätzlich gehe ich, wenn es geht, auch irgendwie fröhlich durchs Leben. Das heisst nicht, dass, wenn ich jetzt über meine Jugend etwas muss sagen, das nicht doch von Bedeutung ist. Also wir sind aufgewachsen zu Baden an der Römerstrasse. Das ist insofern wichtig, als die Römerstrasse ein Quartier war mit wunderbaren Villen. Teilweise von Moser und Curiel, also Karl Moser war Professor an der ETH und war ein Badener, war an der Badstrasse, hat sein Elternhaus an der Badstrasse zu Baden gehabt. Und die Römerstrasse war prägt durch grosse Villen und Parks und dort sind wir aufgewachsen. Und meine Eltern haben sich für uns, für meinen Brüder, meine Schwester und mich eigentlich im ungeschicktesten Moment auseinandergelebt. Sie haben sich dann scheiden lassen und das hat dann damals mein Brüder und mich zu der Bezirksschule ausgespickt, weil wir haben einfach unsere schulischen Leistungen haben offenbar diesen Ansprüchen damals nicht mehr genügt, weil wir in diesen Irren und Wirren von so einer familiären Auseinandersetzung nicht klar gekommen sind. Wir waren 14, 15. Meine Schwester jünger. Das war dann damals eher ein Glück. Sie war dann auch von der Mutter sehr liebevoll geschützt von dieser ganzen Geschichte. Hingegen mein Bruder und ich, wir hatten natürlich dann schon Fragestellungen gehabt, was jetzt. Und mein Bruder hat dann eine Matur gemacht, auf dem, also nicht auf dem ordentlichen Weg, sondern er war da der Juventus gewesen. Und für mich hat das Geld nicht gelangt. Und ich habe dann als Jüngerer eine Lehre gemacht, als Hochbauzeichner, was ich überhaupt nicht bereue. Das war eine sehr gute, sehr spannende Zeit gewesen. Ich bin dort eigentlich darauf aufmerksam geworden, dass das, glaube ich, ein Beruf ist, der mich völlig fasziniert. Und das hat mich auch reingenommen und ich habe in dieser Lehre schon mit, glaube ich, grosser Neugier nachgefragt. Was denn? Ja, wo denn? Ja, wie denn? Mir war nicht klar, mir hat es nicht gelangt, dass ich eine Dachrinne korrekt gezeichnet habe oder ein Ziegeldach oder was immer auch. Sondern ich wollte mehr wissen. Und das ist geblieben bis heute. Ich bin immer noch suchend. Ich habe nicht das Gefühl, ich habe den Gral gefunden. Das suche ich immer noch, den Gral von der Architektur. Ich glaube, das hält mich auch so wach und neugierig. Ich bin dann anschliessend als Technikum, hat das damals geheissen in Winterthur, heute heisst das Fachhochschule, und habe auch dort die Schule absolviert. Ich war ziemlich rebellisch, wollte mehr wissen, als mir dort vermittelt wurde. Und habe bei dieser Gelegenheit dann auch, bin auch ein bisschen aufmüpfig gegenüber meinen Lehrer, die Architekten waren.
Und das ist denen nicht verborgen geblieben. Und das hat so eine Liebe gegeben und einen Hass. Später ist es aber eine Freundschaft geworden. Man hat dann gemerkt, dass man so einen Rebell muss ernst nehmen. Man sollte ihn nicht einfach unterdrücken. Es hat keinen Wert. Das habe ich mir auch gemerkt, als ich dann später selber Studentinnen und Studenten unterrichtet habe. Ich glaube, ich habe nie jemanden unterdrückt. Im Gegenteil, ich habe eigentlich die, die so ein bisschen punkig unterwegs waren, die habe ich immer geliebt. Ich habe immer das Gefühl gehabt, da dahinter ist auch ein Stück von mir. Und ich bin dann nachher, habe ich die einzige Stelle, die ich je hatte, war bei Rudolf und Esther Guyer in Zürich. Und das hat mich interessiert, weil die sind von Amerika zurückgekommen und ich wusste, dass die den Louis Kahn kennen und dass sie Frank Lloyd Wright kennen und dass sie überhaupt auch die europäischen Emigranten in Amerika kennen. Und der Rudi Guyer hat überdies unglaublich gut gezeichnet. Ich habe auf dem Büro geschafft für 700 Franken im Monat. Ich habe mich dort vorgestellt und gesagt, ich kann nichts, ich möchte etwas lehren. Und darum will ich keinen grossen Lohn. Und das hat sich sehr gelohnt. Und ich habe dann dort geschafft. Ich habe die Kaserne Bremgarten gezeichnet und an anderen wichtigen Bauten von dem Büro. Schulhaus Steppach und so weiter. Und es ist bis heute Freundschaft geblieben. Muss ich sagen, das ist sehr schön. Die Guyers haben mich so behandelt wie ein verlorener Sohn. Ich hatte einfach keinen Vater. Und ich habe das sicher gespürt. Und mein Bruder ist überdies nach dieser Matur auch sehr schnell dann auf Amerika, wo er wieder umgekommen ist. Und er ist heute, oder ist dann auch später, auch Professor geworden wie ich. Das ist eine Art unsere Rache an der Bezirksschule. Es ist ein bisschen unter dem Titel gelaufen, wartet nur. Wir zeigen es euch. Was haben Sie deine Schwester gemacht? Beruflich? Also meine Schwester ist Ärztin hier in Baden. Also, sie hat jetzt aufgehört. Sie ist Dermatologin. Charlotte Prechtl. Und mein Bruder ist Biologe. Zoolog und Biolog und ist Professor an der Universität Freiburg und lebt immer noch dort. Und wir sehen uns immer noch und haben gute Verhältnisse und lachen viel und haben natürlich auch Erinnerungen an unsere Jugend, die geprägt war durch, nicht nur durch die Scheidung, das ist klar, die hat uns schon aus der Bahn gerührt, aber wir haben uns dann eine Art wie, wir sind wie auf die eigenen Füße gefallen. Und haben uns angeschaut und gesagt, du weißt was, müssen wir irgendetwas machen? Dann haben wir uns engagiert. Wir haben mitgeholfen, ein Jugendhaus zu gründen, zu Baden. Das erste Jugendhaus in der Schweiz. Ich habe dann schon bei Guyers geschafft und ich habe dann zusammen mit meinem späteren Partner, damals schon Partner, Urs Burkhardt, haben wir die Umbaupläne für das Kornhaus gemacht. Und der Ehrenbürger Schiesser hat 100'000 Franken gespendet, weil die Stadt Baden kein Geld hatte. Die haben alles Geld in die Verkehrssanierung investiert. Und dann hat bei der Einweihung hat das dem Dr. Schiesser so gefallen, dass er nochmal 100'000 Franken gespendet hat. Das war so eine Art die Initialzündung, dass der Urs Burkhardt und ich uns angeschaut haben und gesagt haben, ein bisschen etwas können wir glaube ich schon. Das habe ich nicht gewusst, dass es nochmal 100'000 Franken mal. Die ersten 100'000, das habe ja, ich... Doch. Er hatte so Freude gehabt. Und dann hat es so einen Einweih gegeben. Und dann sieht man so den Stadtdamen Müller und den Dr. Schiesser und dann den braven Adrian Meyer nebendran. Er hat immer so ein bisschen... Mein Rebellentum hat nie ganz gelangt, um wirklich so... durchzustarten wie meine damaligen Idole wie die Rolling Stones. Es ist einfach nicht gelungen. Ich hatte immer ein bisschen Angst. Vielleicht hat das mit dem Haargau zu tun. Und wir hat Adrian Meyer auch gehört in der 68er-Ausstellung.
Vielleicht ist das ein Stichwort, wenn wir gerade so dort in die Nähe kommen, zumindest chronologisch. Als nicht ganz Jugendlicher, Mitte 60er Jahre, in dem Baden, wie würdest du das, die Stimmung beschreiben, wo du da als ganz junger Berufsmann die grossen Umbrüche hier siehst? Und was macht das mit dir? Ja, wir haben natürlich das ist immer sehr konservativ gewesen, sagen wir auch die Baupolitik von der Stadt Baden. Und der Urs und ich haben uns schon ein bisschen anders orientiert und es halt einfach so ein bisschen bewegt. Und es versucht auch bemerkbar zu machen gegenüber diesen damals grossen Büro. Und wir sind ein bisschen aufgelaufen bei der Stadtverwaltung. Aber ich bin dann zum Beispiel in Einwohnerrat, das war dann zwar ein bisschen später, aber ich habe mich also dann doch politisch engagiert, weil ich das Gefühl hatte, wir müssen irgendetwas aufbrechen in dieser Stadt. Und das ist dann letztlich auch gelungen. Und die Zeit war nicht so aufregend gewesen, wie die Zeit, als ich 67 in Amerika erlebt habe, weil dort ist es wirklich. Dort bin ich, glaube ich, wirklich im richtigen Moment, im richtigen Jahr, am richtigen Ort gewesen. Dort habe ich eigentlich alles das gesehen, was heute noch von einer gewissen kulturellen Bedeutung ist, was Literatur, was Musik, was Malerei, was Architektur anbelangt. Das ist wie alles im Aufbruch gewesen. Und das ist einhergegangen mit Entdeckung von LSD, also Entdeckung für die Szene. Entdeckt worden ist es ja schon viel vorher, in den 40er Jahren, von einem Badener. Er hat LSD, der Hoffmann hat LSD entdeckt, aus Versehen. Und das ist dann nachher in Amerika von Timothy Leary an der Harvard University und von Aldous Huxley sehr verbreitet worden. Die haben den Studenten gesagt, das müsst ihr nehmen, das erweitert euch das Bewusstsein. Und auch für das war ich zwei gewesen. Wir haben dann geheiratet, wir sind dann auf Amerika, haben das Immigration-Visum gehabt, weil ich eine Stelle wollte beim Louis Kahn. Und da muss ich vielleicht schnell etwas ausholen, wenn ich darf. Meine Eltern haben im Krieg eine Jüdin versteckt, an der Burg Halden, hier zu Baden. Sie war Architektin und sie ist von Ungarn gekommen. Sie hat am Bauhaus geschafft. Und Irrtum vorbehalten war sie geheiratet mit dem Fred Vorbat. Und sie hat sich aber später Ford genannt, weil sie dann nach England ausgewandert ist und dort Professorin geworden ist in Leicester. Sie haben sie versteckt und sie hat in den zwei Jahren, wo sie heimlich hier zu Baden unangemeldet in dem Haus war, von meinen Grosseltern, hat sie das Haus umgebaut und das ist publiziert und die Publikation habe ich noch. Das ist ein englisches Architekturmagazin, das heisst «Renovation of a French Country House». Also man hätte nicht wissen, dass sie das gemacht hat. Und das Schwierige war, dass der noch unmittelbare Nachbar ein Nazi war, und zwar ein richtiger. Der auch in der Aargauer Geschichte von Willy Gautschi mit Namen erwähnt ist. Und man hatte natürlich die grössten Bedenken, dass das könnte rauskommen und dass das könnte schwierig werden. Aber um das jetzt kürzer zu machen, sie ist dann wohlbehalten in England angekommen und hat dort die Professur gehabt. Und ich habe mich dann erinnert, dass sie Architektin ist. Ich habe sie nicht persönlich gekannt. Und habe sie angeschrieben, ob sie mir eine Einführung geben können, dass ich bei dem wunderbaren Louis Kahn arbeiten kann. Und dann hat sie mir zurückgeschrieben und hat gesagt, sie freue sich enorm, dass sie mich überhaupt kennenlerne. Sie hätte das nicht gewusst und sie hätte auch nicht gewusst, dass ich Architekt sei. Und das hat sie sehr gefreut. Und sie können mir alles ermöglichen. Sie können mich zum Gropius vermitteln, zum Breuer vermitteln, zum Mies van der Rohe vermitteln. Die kennen sie alle vom Bauhaus.
Aber sie können mich nicht zum Rui Kahn vermitteln, weil er sagt, ein emigrierter Jude, der nicht als Europäer auf Amerika ist, sondern viel früher. Und dann hat sie mir ein Schreiben organisiert vom Präsident des Englischen Architektenverband, der mich also in den höchsten Tönen lobt, als Talent, das mich überhaupt nicht kennt. Und so hätte ich dann eigentlich beim Louis Kahn eine Stelle antreten. Sie haben mir dann geschrieben, ich soll vorbeikommen und soll mich vorstellen, aber es sehe ich eigentlich gut aus, Herr Kahn brauche ich Leute. Und dann kurz vorher, vor Abreise, meiner Frau, wir haben dann geheiratet, damit wir das Immigration-Visum etwas leichter bekommen, haben der Urs Burkhardt und ich unseren ersten Wettbewerb gewonnen. Für die Friedhofkirche Wettigen, samt dem Friedhof. Den haben wir dann übrigens später wieder verloren. Es hat dann Überarbeitung gegeben und wir haben dann nicht gewonnen. Aber ich habe dann alle Zelte abgebrochen und gesagt, ja gut, jetzt gehe ich nicht auf Amerika, jetzt gehe ich nicht zum Louis Kahn. Wir sind dann ein halbes Jahr auf Amerika. Ich habe dort auch viel gelernt, unglaublich viel gelernt, weil wir sind auch sehr... Ist es lang? Nein, mein Mikro. Alles gut. Wir sind unglaublich viel umgereist und wir sind der Musikszene an, wir sind der Kunstszene an, wir sind der Architektur noch. Wir haben die Literatur beobachtet, wir sind beim Andy Warhol in der Factory gewesen. Wir sind in Woodstock gewesen. Dort hat es Woodstock gar noch nicht gegeben. Aber in Woodstock sind alle Musiker gewesen. Das ist der Grund, warum Woodstock in Woodstock stattgefunden hat, obwohl es schon gar nicht in Woodstock war, aber in der Nähe. Bear Mountain heisst die Region und alle Musiker sind dort, inklusive der Bob Dylan. Und man hat eigentlich das Gefühl gehabt, der Bob Dylan würde dann vielleicht kommen, wenn man das Festival dort mache. Und was dann nicht stattgefunden hat, der war dann der einzige von all denen, der nicht an das Woodstock-Festival ist. Und wir sind zurückgekommen und sind also da in das Baden eingefahren. Und da zu Baden war es eigentlich sehr ruhig gewesen. Das ist auch das, was ich da an dieser 68er-Ausstellung gesagt habe. Inklusive die Abstimmung über das Frauenstimmrecht ist in aller Ruhe über die Bühne. Es war einfach keine Aufregung. Das ist ja selbstverständlich dann durchgegangen, endlich. Man glaubt ja gar nicht, dass das erst 1971 war. Das glaubt man heute nicht mehr, aber es ist ja so. Aber ja, das war das Umfeld. Und dann bin ich eben in Einwohnerrat. Und dort habe ich auch mit dem Hermann Eppler ein gutes Verhältnis aufgebaut. Er war im Team und ich war in der CVP. Was etwas komisch war, weil ich reformiert war und eigentlich mit all dem nichts zu tun hatte. Aber die Gruppe von der CVP hat mir sehr gefallen. Das waren sehr interessante Leute. Sie sind später alle Stadtrat geworden. Und, außer mir, ich habe nicht, wie man dem so schön sagt, nicht weitergemacht. Aber wir waren eine aufmüpfige Gruppe, das hat mir gerade gut gepasst. Und Viktor Rickenbach war Stadtdame und er hat die Stadt mit strengem Regime geführt, weil man musste sparen, immer noch wegen dieser Verkehrssanierung. Das ist Jahre gegangen. Und der Viktor hatte eine sehr gute Art, auch aufmüpfige Leute eigentlich einzubinden in seine Denkweise. Sehr geschickt, für mich einer der geschicktesten Politiker, den ich kenne. Der es wirklich geschafft hat, eigentlich Leute unterschiedlicher Couleur und unterschiedlicher Meinung auch für seine Sachen zu interessieren, was gut gelungen ist. Und mit dem Hermann Eppler zusammen haben wir dann auch noch weitere Gruppierungen. Mit dem Hans Rohr und Werner Egli haben wir dann die Gruppe Badener Architekten gegründet. Und wir haben eigentlich dann versucht, den Behörden von der Stadt Baden klarzumachen, dass Architektur ein wichtiges Kulturgut wäre und dass die öffentliche Hand hier eine Verpflichtung hat, dem auch nachzuleben. Das ist gelungen und wir haben dann guten Kontakt gehabt, auch mit dem damaligen Stadtplaner, mit dem Hans Wanner, mit dem ich heute noch befreundet bin, mit dem Josef Tremp, mit dem es dann später auch eine Freundschaft gegeben hat. Er hat das Hochbauamt geleitet und auch mit dem Tiefbauamt, mit dem Gerhard Schiebli. Und dann hat es das eine ganz andere Gesprächskultur gegeben und es ist dann durch das auch in Baden so etwas entstanden, wie wirklich wie auch ein baukulturelles
bewusst sein, was wichtig war und auch, was dann auch für unsere Arbeit wichtig war und auch für den Urs Burkhardt und mehr, um jetzt hier zurückzukommen. Wir haben dann nach meiner Rückkehr von Amerika, wenn ich dann noch mal bis Guiers war, haben wir nachher dann ein Eignungsbüro eröffnet und das gibt es seitdem. Also das Büro entsteht in dem Fall um 1968? Ja, so ist es. Ja. Und wir hatten kaum Aufträge gehabt. Wir haben halt dann Wettbewerbe gemacht. Und dann haben wir am Stadthaus Amsterdam, das war ein internationaler Wettbewerb, haben wir mitgemacht und haben den 4 Preise gehabt, unter 1200 Teilnehmer von der ganzen Welt. Und dann haben wir gedacht, ja gut, also wir müssen ja nicht unbedingt zu Baden bleiben. Aber dort ist es so etwas breiter geworden, unser Interesse und unser Wissen. Und ja, wir haben nachher relativ viele Wettbewerbe auch hier gewonnen und haben dann ein Büro geführt, das bis heute eigentlich, sagen wir noch, immer noch ein Teil ist von der Debatte. Das ist wichtig, ich möchte am Schluss natürlich noch mal darauf zurückkommen. Ich probiere noch ein bisschen zurückzugehen. Vielleicht noch vor der Gründung des eigenen Büro. Die Stadt Baden wird häufig so als die als spezielle Stadt, die geprägt ist von der Industrie. Du beschreibst das auch in deinen Kindheitserinnerungen in deinem einen Buch, wie quasi die heimlichen Touren durch die verbotene Stadt. Ja. Und gleichzeitig bist du im Grenzgebiet quasi zum Kurbezirk. Aufgeht. Du bist so quasi auf der Schnittstelle zwischen der Industrie und dem Kurbezirk aufgewachsen und hast vermutlich mal beides noch ein bisschen mitbekommen. Ja. Ist das wirklich so speziell gewesen, also dass die Industrie die Stadt so dominiert hat und alle wie davon gelebt haben? Oder wird das heute auch ein bisschen überzeichnet? Wie schätzt du das ein? Nein, ich glaube, das ist genau richtig beschrieben. Es war vor allem noch ein sehr patronables System. Also man hat die BBC-Direktoren noch gekannt. Die haben auch eine gesellschaftliche Rolle gespielt. Sie haben hier auch gewohnt, in aller Regel. Der Herr Sontheim hat ja sogar ein Projekt gemacht mit dem Neutra oben in Ennenbaden, dort am Erdenstein. Wunderbares Projekt, das ist dann aber nicht gekommen. Ich glaube, er hätte es nicht machen. Ich nehme an, die BBC hat nicht wollen, dass ihre Direktoren sich so dermaßen präsentieren. Und man hat auch den Tennisclub gegründet in Baden. Das hat alles mit der Industrie zu tun gehabt, weil das sind internationale Leute, Ingenieure von Australien, von Schweden, von Frankreich, von Amerika, von England. Und die hat man kennt, die Deutsche, die hat man kennt und man hat sich kennt und auch meine Eltern, also wo das Elternhaus noch intakt war. Man hat viel Kontakt gehabt mit internationalen Gästen und Freunden. Die waren auch bei uns daheim, wir waren auch dort. Das weiss ich noch. Das hat eine Rolle gespielt. Man hat Bridge gespielt, man hat Tennis gespielt, man hat Pétanque gespielt auf dem Lawnrasen, den man hatte. So. Und interessant ist, dass dann BBC, wo dann ja natürlich später auch ein bisschen Probleme bekommen hat, einfach international in der ganzen internationalen Ausrichtung und dann eben auch von der ASEA, also mit der ASEA zusammen dann die ABB gegründet worden ist. In dieser Zwischenzeit hat BBC angefangen, überall schauen aufs Römerstrasse-Quartier. Und das war, sage ich jetzt hier, verheerend gewesen. Das hätte nie passieren dürfen. Damit ist eigentlich das ganze Quartier bis heute immer mehr zu etwas ganz anderem geworden. Und hat das Gesicht, das er mal hatte, fast völlig verloren, bis jetzt auf die Villa Langmatt, die jetzt mit grosser Liebe erhalten wird samt dem Park. Das war früher ein grosses, zusammenhängendes Gebiet. Interessant dabei ist vielleicht, dass in der Römerburg, die neben der Langmatt gestanden ist, der Luca Maraini aufgewachsen ist.
Und vis-à-vis von der Römerburg war das Haus von Skeretzen. Und dort ist der Vater von Christian Keretz aufgewachsen. Und wir alle drei sind Architekturprofessoren geworden. Und im Weiteren gab es noch einen vierten. Der war gerade in der Nähe, gerade beim Tennisplatz. Der war auch dort. Und dann hatte es eine grosse Wiese, wo die Frau, wie hat sie jetzt geheißen, Mäder, jeweils Dressurreiten geübt hat. Und dann nebendran hat es die sogenannte Enlokalwiese gegeben, wo wir geshootet haben. Und der Tennisplatz. Und hinter dem Tennisplatz hat es eine Familie gegeben, Sutter. Der Vater war ein Deutscher. Der Sohn hat Chemie studiert und ist Professor geworden an der ETH und sogar Vizepräsident Forschung und Planung. Also wir sind vier Professoren aus dem gleichen Quartier. Und jetzt kann man sagen, ja, das ist zurückzuführen auf die Bauten von Moser und Curiel. Ja, vielleicht schon. Ich meine, wir sind aufgewachsen in französischen Gärten, in englischen Gärten, in italienischen Gärten. Und wir haben dort auch gespielt als Buben und sind halt dann grösser geworden, erwachsener geworden. Aber die Bilder, die sind völlig da, absolut präsent. Also, so, ja. Glaubt der Adrian Meyer an also eine frühe Prägung von, sag jetzt mal, hochwertiger Raumgestaltung aufs Bewusstsein von einem Menschen? Ja. Wäre komisch, wenn nicht. Oder? Ja. Also ich meine, das kann ich also im Detail schildern. Wir haben dann mit den Schneidertöchtern, die sind drei Mädchen, die sind mit uns zusammen aufgewachsen, sie leben auch noch, alle drei, wunderbar, hier an der Martinsbergstrasse. Wir treffen uns auch immer und reden wieder darüber. Und ihr Vater war der Gärtner von der Villa Langmatt, also von der Jenny Brown, die wir natürlich gut gekannt haben. Jenny Brown haben wir gut gekannt. Den Sidney haben wir nicht gekannt, der Vater, der ist vorher schon gestorben. Und Jenny Brown hat dann, ist bekannt gewesen, dadurch, dass sie zwei grosse Chow-Chows hatte, wo ihres Anwesen schwer behütet haben. Die haben alles bissen, was bissen werden konnte. Und dadurch haben wir nur mit Schneiders oder mit Schneiderstöchtern überhaupt in die Langmatt. Weil die haben rein können und die haben mit diesen Chow-Chows ein Verhältnis gehabt, das funktioniert hat. Und dann waren wir in dieser Langmatt. Und Jenny Brown hat halt Freude gehabt, auch, dass sie also ein bisschen jüngere um sich hat. Und dann sind wir in dieser Galerie, ich habe keine Ahnung, was so an der Wand hängt, und haben dann auf dem Klavier rumgekämmert. Irgendwas war, sie war dann im ersten Stock, sie hat sich ein bisschen zurückgezogen. Und durch das ist eigentlich auch eine Affinität entstanden zu dieser ganzen Sammlung Langnatt. Und da gibt es dann eine Geschichte, die muss ich hier anhängen. Weil der John Brown, also einer von ihren drei Söhnen, ist dann am Schluss in der Langmatt gewohnt und hat die Sammlung noch einigermaßen gehütet. Zusammen mit dem Verwalter, mit dem Paul German und seiner Frau. Und ich habe dann einmal vernommen, da war ich schon im Einwohnerrat, dass der Felix Baumann vom Kunsthaus Zürich hinter der Langmatt her ist. Und dass der John Brown gedenkt, das ganze Kunsthaus Zürich zu machen. Und dann habe ich gewusst, dass der Peter Konrad, der auch hier an der Martinsbergstrasse wohnt, den Paul German kennt. Und ich sagte, könntest du ein Nachtessen organisieren? Weil das können wir nicht zulassen. Und dann hast du das stattgefunden und wir haben das Nachtessen gemacht. Und der Paul German hat dann gesagt, dass er das erste Mal, als er höre, dass sich jemand interessiere für die Sammlung und für die Langmatt. Die Stadt Baden, die offizielle Stadt, hat sich absolut nicht interessiert. Und das hat John Brown sehr verärgert. Und er hat sein Testament tatsächlich schon so geschrieben, handgeschrieben, dass das alles als Kunsthaus Zürich wäre. Inklusive vor allem auch die Sammlung. Und dann, auf das aber, hat es so eine Art wie eine Bekanntschaft gegeben zwischen Germans und uns. Wir haben uns dann gegenseitig getroffen und so. Dann hat der Paul German eines Tages gesagt, weisst,
ich schreibe jetzt mit dem John das Testament um. Und du kommst jetzt auch in den Stiftungsrat. Und so bin ich also auch in den ersten Stiftungsrat gekommen und bin in dem Testament aufgeführt worden. Und dann habe ich aber nachher gemerkt, dass da etwas nicht stimmt für mich. Weil die haben dann immer nur auf den John Brown reflektiert und ich habe eigentlich auf Jelly Brown reflektiert. Und gesagt, sie hat die Sammlung zusammengestellt. Nicht zuletzt auch aufgrund von ihrer Schwester, die in Winterthur eigentlich vor ihr französische Impressionisten gesammelt hat. Sie haben ja deutsche Landschaftsmaler, also Münchner Landschaftsmaler gehabt und haben das ganze Haus nachher, wo sie dann Impressionisten haben davon sammeln, französisiert, haben sie also das ganze Haus umgebaut. Und der John hat immer wollen, dass das Nordoberlicht, das ein schönes Glasdach hat, an der Galerie zugemacht wird und die Decke abgehängt wird. Und ich habe gesagt, das geht nur über meine Leiche. Das ist ein Frevel am Original, Substanz von Karl Moser und Curiel. Und dann ist das aber gemacht worden und dann habe ich gesagt, ja, dann tritt ich zur Stiftung aus. Und das habe ich dann auch gemacht. Und dann ist nur der Sepp Bürge, ist dann dort schon Stadtdame gewesen. Er ist dann noch im Stiftungsrat geblieben. Und nachher habe ich den Kontakt verloren und jetzt, wo ich da sehe, wie die Stiftung sich versucht, in die Zukunft zu retten, was ich auch gut finde, habe ich dann Erich Obrist einen Brief geschrieben und habe mir geschrieben, wie die Zusammenhänge sind. Und dass ich eigentlich nicht ganz unbeteiligt bin daran, dass die Sammlung noch da ist. Aber so weit, so gut. Und das hat auch mit der Römerstrasse natürlich viel zu tun. Und weil die BBC übergeschwappt ist, über Gleis, hat sie dann nicht nur den englischen Garten von der Römerburg das erste Mal annektiert und ein sogenanntes Holzlager eingerichtet. Nachher auch noch die Römerburg abgebrochen. Nachher das Keretshaus abgebrochen und Parkplätze gemacht bis heute. Und den Tennisplatz abgebrochen und die Wiese, wo die Frau Mäder Dressurreiten geübt hat, ist halt alles ein Parkplatz. Und der Typpark abgebrochen, also das Typpark ist überhaupt, also das Pfarrhaus abgebrochen und dann das Typpark dort angestellt und so weiter und so fort. Und heute ist es jetzt halt, wie es ist. Ich meine, ich habe mich schon lange mit dem abgefunden, dass halt vieles von dem, was ich heute erlebe und sehe, da schlage ich einfach meine Augen an. Das kann ich auch nicht ändern. Da kommen wir dann nochmal darauf zurück. Ich werde Stichwort Baden-Nord dann aufgreifen und eure Beiträge dazu. Aber vielleicht, um in dieser Zeit, 80er Jahre, das jetzt abzurunden mit dem Bezug von dieser Grossfirma zu dieser kleinen Stadt. Wie hast du die Fusion erlebt, so einfach als Badener Einwohner, wo man in den Zeitungen quasi auf der ganzen Welt ist, das plötzlich in den Schlagzeilen, dass da die zwei grossen Firmen fusionieren. Und wie hat man das als Badener mitbekommen? Ohne ganz konkrete direkte Bezug zu haben, aber das würde mich, ist das so ein Moment gewesen, wie so 9/11, oder? Weißt du, wo man sich mal zurückerinnert, wie man das erfahren hat? Ja, das ist schon ein Ereignis gewesen. Es war aber auch eine Art wie eine Befreiung gewesen. Man hat das Gefühl gehabt, man hat nämlich gemerkt, dass die Direktoren, die die Firma geführt haben, BBC, das nicht mehr machen mögen. Da bleibe ich jetzt ganz vorsichtig. Und das hat man schon gemerkt, das hat man auch gespürt. Die Leute hatten, die Alkoholprobleme hatten. Und dann war das wie eine Befreiung, weil zusammen mit dieser aufgeheimten Globalisierung hat man gemerkt, dass das Unternehmen sich muss anders aufstellen und positionieren. Und das war ja eigentlich dann auch so weit so glücklich gewesen, bis dann zu dem Abgang von Bernie Barnevik, der ja natürlich mit sehr grossen Misstönen begleitet war, weil er so viel Apanage mitgenommen hat. Aber was dann nachher passiert ist, ist dann eigentlich eher so ein bisschen als
Erosion anzuschauen. Das ist so ein bisschen langsam und schleichend vor sich gegangen. Natürlich ist dann General Electric auch noch mal ein Schock, würde ich nicht sagen. Aber man hat natürlich dann schon festgestellt, die Internationalisierung schreitet immer weiter voran. Und jetzt sind ja auch Japaner noch im Gespräch. Und ja, da kann man ja so seine Gefühle haben, wie das ist. Aber der damalige Umbruch von der BBC zur ABB habe ich jetzt, und das ist eigentlich meine Sicht, eigentlich fast auch als einen richtigen Weg angeschaut. Aber es ist schon, es ist ein Ereignis gewesen, ist klar. Das war wieder die Fusion von der Chemischen in Basel zur Novartis. Das war auch ein rechter Löpfer. Fällt auch in die ähnliche Zeit. Ja. Ja. Und das sind natürlich Überlegungen, die halt schon, dass man sagt, ja gut, zusammen sind wir stärker. Und dann wird auf einen Klapf steht ein riesen Areal zur Disposition. Was hat das mit dir, bei dir als Architekt ausgelöst? Es war ja so, ich war dann im Baukollegium Zürich. Ich wurde dort mal gewählt worden. Und das Baukollegium Zürich hat sich genau mit dem Gleichen beschäftigt, wie hier zu Baden der Herr Somm mit dem Peter Konrad, mit dem Josef Bürge und mit dem Hans Wanner und dem Josef Tremp, würde ich jetzt mal sagen, im Grossen Ganzen. Vielleicht ist das nicht habe ich jetzt irgendetwas vergessen. Nämlich die Umwandlung von diesen Industriequartieren in eigentliche städtische Quartiere. Und in Zürich hat Frau Koch, die hat das Baukollegium geleitet und sie war Vorsteherin vom Hochbauamt, eine Frau, die ich übrigens sehr geschätzt habe, weil sie die Sitzungen sehr gut geleitet hat. Das treibt mir die Schelten ein von vielen rechtsbürgerlichen Politikern, das ist mir aber gleich. Sie hat das gut gemacht. Und sie hat die Verhandlungen geführt, auch mit dem Herrn Somm. Und in Zürich aber natürlich mit den damaligen Direktoren von der Stadtplanung und vom Hochbauamt und von den politischen Ämtern. Und man hat dann mit der BBC, also mit der ABB, mit dem Herrn Somm vor allem und dem Herrn Facetti, er war dort dann der Chef gewesen, der Immobilien, hat man Lösungen gefunden, wie man Plätze schafft, dass die Plätze an die öffentliche Hand zurückgehen und dass die Plätze auch in der Erstellung gezahlt werden von der ABB und dass die ABB aber entsprechend natürlich auch Nutzungen und Ausnutzungsziffern für ihre Bedürfnisse zugesprochen bekommen haben. Und in Zürich war das in Oerlikon und da ist dann der grosse Oerlikonplatz entstanden und darum um Wohnhäuser und nebenan dann eine Erweiterung auch oder ein Neubau von der ABB Toro genannt. Und in Baden ist Ähnliches passiert, aber man muss sagen, irgendwie ist es ein bisschen stehen geblieben, es ist ein bisschen ins Stocken geraten. Man hat dann nicht so genau gewusst, die ABB hat nicht genau gewusst, wie sie sich wirklich entwickelt, wo sie eigentlich noch Produktionsstätten braucht, wo sie Dienstleistungsstätten braucht. Das hat immer ein bisschen gewechselt und hat ein bisschen geändert, sodass die ursprünglichen Pläne und Ideen vom Büro Diener immer wieder angepasst worden sind. Und wenn man das heute schaut, muss man sagen, es ist nicht richtig gelungen, dass das ein städtisches Gebiet geworden ist, das auch einen urbanen Charakter hat, wo man durchläuft und das Gefühl hat, jetzt sehe ich das, jetzt sehe ich das, jetzt kann ich da abhocken, jetzt kann ich das. Es ist nicht ganz so. Es ist eigentlich ein kleines Patchwork geblieben. Wieso habe ich das mehr, wenn ich zur Winterthur durch die Industrie heute laufe? Weil sie es einfach besser gemacht haben. Schlicht und ergreifend. Also das ist wirklich ein gutes Beispiel. Das finde ich wirklich gut. Also in Winterthur hat man das Gefühl, das ist echt gelungen. Das heisst nicht, dass es zu Baden noch möglich wäre oder wird. Aber ich habe jetzt einfach mal gesagt, es ist stocken geblieben.
Jetzt geht ja wieder etwas, man ist wieder dran. Aber die Frage ist einfach, ob es wirklich genug zusammenhängend wird. Es ist ja auch durch die Verkehrssanierung natürlich enorm abgerissen vom eigentlichen Stadtkörper. Das Stadtplatthochhaus ist so eine Art das letzte Fanal von dieser Industriezone. Und dann steht das vertikal nochmal auf und dann geht die Strasse unten durch und verkümmert dort und kommt dann beim Stadtturm wieder rauf und an dem ist nichts zu rütteln. Das ist verheerend. Städtebaulich ist das verheerend. Und gleich ist beim Schulhausplatz. Das sind Wunden, die nicht heilen. Und, aber was hätten wir als Alternative? Wir müssten durch den Martinsberg durch einen Tunnel machen, das ist klar. Das ist die grosse Verkehrssanierung, die ist dann halt nicht gekommen. Dann hat man die sogenannte klein gemacht. Und da, wenigstens hat man den Verkehr zu der Stadt ausgebracht. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist ganz Zürich, Basel ist durch den Stadtturm. Und Bern, Zürich ist über den Schulhausplatz und andere Geschichten. Also, es ist unglaublich, was da passiert ist. Und, das hat man gerettet, aber man hat den Preis gezahlt. Und das hat mit dem ABB-Gelände immer noch zu tun, behaupte ich. Weil es einfach, wir jetzt hier vom Martinsberg haben eigentlich noch relativ einen guten Anschluss zu dieser ganzen, zu dem Quartier Hasselfeld. Aber von der Stadt oder von der Vorstadt oder von Zürich, Zürcher Strasse, Vorstadt oder von Ennetterlimmat gibt es eigentlich keine rechte Verbindung. Und das ist ein Problem. Das ist so. Das wird auch so bleiben. Also das heisst, das Quartier muss eine Art wie ein eigenes Zentrum werden. Und das muss es noch beweisen. Wenn ich jetzt eine These in den Raum werfe, also ich sehe das genau gleich. Also es ist eine schwierige Anbindung am Kern. Und, also rein auf dem Papier kann man ja sagen, man hat die Anforderungen erfüllt, die das Baden-Nord einmal sich selber gestellt hat. Die Mischnutzung. Man hat Wohnen, einen Wohnanteil, man hat Bildung, wo euch das Büro einen grossen Anteil an dem hat. Man hat Kultur, man hat Industrie, Kino. Man hat alles, oder? Aber einfach eine reine Auflistung von diesen Funktionen reicht ganz offensichtlich nicht. Ich glaube, oder ich würde behaupten, es hat viel mit den Skalierungen zu tun. Es ist halt immer noch sehr eine industrielle Skalierung in diesem Areal. Und gleichzeitig, und da sind wir bei einer denkmalpflegerischen Diskussion, glaube ich, hat man eben zu viel weggenommen. Was ich zum Beispiel noch erlebe, wenn ich zu Winterthur über einen Lagerplatz laufe, wo noch viel mehr Gasche da ist von dieser Industrie, das finde ich fast nicht mehr zu baden. Also dort, wo die Gründerzeithalle war, hat man auch auf die Schnelle von Theo Hobbs. Das findest du aber auch nicht mehr in Zürich, in Oerlikon. Das war das Gleiche. Und das ist, interessanterweise sind das die gleichen politischen Prozesse gewesen, oder? Also die sind gleich ähnlich gewesen. Es hat auch eine Verbindung gegeben damals, das weiss ich, die habe ich auch noch hergestellt, zwischen dem Peter Konrad, also dem Badener Bauvorstand, und der Frau Koch, Zürcher Frau Koch. Sie haben sich natürlich dieser Frage dann auch austauscht, das ist klar. Weil sie haben mit dem Somm einen unglaublichen Wiffe und auch einen harten Partner gehabt. Ich habe aber von beiden Seiten gehört, dass das sehr gute Verhandlungen waren. Also bei aller Härte und bei aller Klarheit muss es gut gewesen sein, aber es ist so, wie es ist. Und das ist nicht gleichbedeutend wie Winterthur. Es ist in Winterthur wirklich viel. Ja, also ich beneide Winterthur um das, was dort passiert ist. Aber ich kann jetzt nicht genau sagen, was der Unterschied ist. Aber eindeutig ist, dass Oerlikon und Baden miteinander ein bisschen verwandt sind. Ich meine, den Oerlikon Platz kann man auch als Oedeker Platz bezeichnen. Der ist also der ist ziemlich leer. Und das ist nie das passiert, was hätte passieren sollen. Aber da gibt es noch andere Storys dazu, wie das passiert ist. Das hat damit zu tun, dass sich Frau Martelli und Frau Koch überhaupt nicht schmücken mögen.
Frau Martelli hatte einen Platz unter sich. Frau Koch baute. Das ist nicht gegangen. Schwierige Ausgangslage. Schwierige Ausgangslage. Oder weil das Witzige am Ganzen ist, in beiden Momenten fehlt eigentlich eine Art Vernetzung. Und auch Erdgeschossnutzungen, wo städtische Nutzungen sind. Das heisst, kleine Läden, da müssen andere Mietzinsen sein, da muss eine Lohnzinspolitik sein. Da kann man nicht wohnen bis runter. Das geht nicht, das ist nicht gut, das ist nicht interessant. Und das ist an beiden Orten passiert. Und man müsste da vielleicht irgendwie ein Korrektiv machen. Muss mal überlegen, wie man das anpacken würde. In Baden, du hast es erwähnt, ich erinnere mich an einen Beitrag in einem Baden Neujahrsblatt von dir als jungen Architekt, wo du schreibst, kurz nach der Fertigstellung der Verkehrssanierung, dass eigentlich nur noch Sentimentalität auf einem Platz dreht ist. Mhm. Also, dass man da eigentlich im Verkehr alles städtische, platzhafte geopfert hat. Mhm. Um wieder den Bogen zu schliessen, ist das der Zeitgeist zum einen? Oder kommt da das Baden noch mehr dazu? Ist das wieder so der Ingenieurgeist? Wir können das Baden, machen wir die grössten Turbinen für die Welt, also schaffen wir auch quasi das grösste Verkehrschaos zu lösen und wir machen es mit so einer Ingenieurlösung quasi. Oder was ist da passiert, wo wir jetzt quasi nach 50 Jahren mit ganz viel Geld neu gemacht haben, aber es ja eigentlich nicht gelungen ist, das wirklich anders zu machen? So. Also wie du sagst, irreparable oder Wunden, ja, die nicht verheilen. Ja, städtebauliche Wunden. Also es ist schon so, unter dem damaligen Gesichtspunkt von den typischen 60er-Jahren hat man natürlich im Verkehr noch lange noch nicht so misstraut wie heute. Also ich meine jetzt im privaten Verkehr. Man hat damals noch Freude gehabt, Mobilität. Schätze ich, es hat die Shoppingcenters nicht gegeben. Man hat das nicht so böse gesehen. Und da hat auch viel weniger Verkehr gehabt. Aber Baden war immer ein schwieriger Fall gewesen, weil sich wirklich in dieser Kluse halt einfach zwei Verkehrsströme immer gekreuzt haben. Und das war immer der Schulungsplatz gewesen. Und dann durch die ganze Altstadt, das muss man sich einfach vorstellen, durch die ganze Altstadt und dann in die Bruckerstrasse und dann nochmal über eine Barriere und dann Richtung Basel ist der ganze Verkehr. Und das hätte man wirklich müssen anpacken. Und ich glaube, das Zweite war dann, dass einfach das Geld nicht da war, um die grosse Verkehrssanierung zu machen. So habe ich es jetzt in Erinnerung. Vielleicht auch der Mut nicht, vielleicht auch der Geist nicht, der Spirit hat vielleicht auch nicht ganz gelangt. Und dann hat man die Verkehrssanierung gemacht und da mache ich niemandem einen Vorwurf. Ich hätte jetzt auch nicht gewusst, wie ich machen. Ich meine, irgendjemand muss unter etwas durch. Und man hat dann halt einfach die Bahn tiefer gelegt und hat sie unter dem Schulhausplatz durchgeführt. Und der Verkehr ist dort geblieben und dann hat man zwar die Barriere weggebracht und hat den Verkehr sogenannt rausgebracht, heute ist er gleich gross. Aber er geht nicht mehr durch die Weitgasse und er geht auch nicht mehr durch Badstrasse, was er damals noch gegangen ist. Das ist das, was passiert ist. Mehr ist nicht passiert. Und auf der anderen Seite, das ist genug, aber mehr ist nicht passiert. Und auf der anderen Seite hat es eben die Wunden gegeben, die nicht so einfach zu korrigieren sind. Weil sie sind städtebaulicher Art. Und das hat eben damit zu tun, sicher auch mit dem, was ich damals geschrieben habe, das Räumliche fehlt einfach. Der Raum ist nicht da. Und jetzt sind die vier Stadtkompartimente am Schulhausplatz, die sind so weit auseinandergedrängt, wie wenn zwei grosse Flüsse sich dort kreuzen würden. Und jetzt entstehen vier Inseln. Und das eine ist die Altstadt, wo der Kopf überhaupt keine Altstadt ist. Das ist alles neu gebaut. Und das andere ist dann der Teil mit dem Falkenkopf. Und der dritte Teil ist das mit der Zürichstrasse, also mit dem ganzen Quartier. Und der vierte Teil ist das alte Schulhaus und das Schulhausquartier. Und die vier Teile haben miteinander nichts mehr zu tun. Und jetzt, klar hat man jetzt den Schulhausplatz unterirdisch verbessert, zweifelsohne. Das ist nicht, steht da nicht zur Debatte. Aber es ist nicht räumlich, ist das nicht eine städtebauliche
Vorstellung von einer Stadt. Und durch das haben sich zu Baden auch die Quartiere angefangen, so wie ablösen von der eigentlichen Stadt. Und das ist eine Tatsache. Und ich glaube, dass jedes Quartier jetzt nachher eine eigene Identität sucht und auch so dann funktioniert, wie wenn es eigentlich nicht mehr einfach nur ein Zentrum gibt, wo wie ein Nukleus eigentlich das, was man als Stadt bezeichnet, stattfindet, sondern dass eigentlich jedes Quartier mit einer eigenen Identität auch zu einem eigenen dezentralen Gesicht kommt und durch das auch Überlebenschancen hat und zu einem interessanten, unterschiedlichen Quartier könnte führen. So weit sind wir noch nicht. Mhm. Du hast vorhin probiert auch den Bogen zu machen. Du hast vorhin die Gruppe von Badener Architekten erwähnt, die sich aktiv auch in die Politik eingebracht hat, ja, und Zusammenarbeit gesucht hat. Und das ist ja sehr, sehr befruchtend letztlich gewesen. Ist das, mich nimmt noch Wunder, ist das auch über Baden ausgegangen? Hat man das Modell auch ein bisschen probiert zu exportieren? Oder hat man mit dem Gedanken gespielt, das zu exportieren? Vielleicht einen grösseren Raum. Das ist so das eine, was mich interessiert. Und das zweite, was mich noch interessiert, warum gibt es das heute nicht mehr? Ja, das frage ich mich auch. Ich habe einfach das Gefühl gehabt, also, es sind immer der Impuls gegeben, um so etwas zu machen. Eigentlich sollte man es wieder machen. Aber es liegt schon wie an einer anderen Generation. Und ja, ich sehe es ja in meinem eigenen Büro. Wir haben den Übergang von einer Generation zur nächsten gemacht. Und jetzt machen wir schon den Übergang von der nächsten Generation zur nochmal nächsten. Da sind wir jetzt gerade dran. Und ich bin natürlich nur noch in der Rolle des Elder Statesman da. Ich bin nicht ganz von der Rolle, aber ich habe noch eine Rolle. Aber ich bin nicht mehr in der Geschäftsleitung und finde das auch richtig, dass jetzt die jüngeren Generationen das so machen, wie sie es machen. Und ich gebe immer noch ab und zu einen vernünftigen Kommentar, wenn es geht. Und ich gebe auch immer noch Impuls. Und genauso ist es wahrscheinlich in dieser Frage. Also, dass halt einfach die jetzt noch jüngere Generation nicht das Bedürfnis hätte, das wir damals hatten, dass man jetzt so eine Zusammenarbeit sucht, sondern jeder ist seines eigenen Schmiedes Glück. Das sehe ich in der gesamten Architekturszene. Und darum sind wir Architekten immer unpolitisch gewesen. Ich habe mich immer über das genervt. Und auch im BSA immer gesagt, also, wir sind so unpolitisch, wir haben keine Lobby und wir lassen uns alles aufschwätzen. Und wir haben jeden Tag neue Vorschriften und wir haben niemanden, der mal schaut und sagt, also, wisst ihr was, statt dass wir nochmal neue Lärmvorschriften haben, könnte man doch vielleicht auch mal bei den Autowerkstätten nachfragen, ob sie unbedingt und dringend getunte Auto machen mit lauten Auspuff. Warum geht man dort nicht dahinter? Ah, nein, wir machen Lärmschutzfenster und wir machen ganz komplizierte Wohnungsgrundrisse, um dieser Lärmproblematik zu begegnen. Was ja schon richtig ist, aber das eine tun und das andere bitte nicht lassen. Und da müssten wir als Architekten einfach auch politische Köpfe sein. Das sind wir nicht. Und es gibt nichts so Langweiliges, wie über Ästhetik zu diskutieren. Das finde ich absolut boring. Warum sind Architekten nicht politisch? Hat das, um es mit dem Philip Johnson zu sagen, es sind alle Prostituierte, die einfach möglichst an die Aufträge wenden und sich nicht profilieren? Ja, der Philip Johnson war natürlich ein verrückter Hund und er hat nicht einmal Unrecht gehabt. Er hat natürlich ein bisschen etwas gesagt aus der Position von einem wohlhabenden Sohn von einem von New Yorker Rechtsanwalt und der selber eine grosse Kunstsammlung hat und sehr viel Einfluss und jeden Tag im Four Seasons zu Mittag gegessen hat mit bis zu hin zu den Präsidenten. Also, und da hätte Philip Johnson natürlich schon ein bisschen ein Bashing machen über die Architekten. Aber so ganz Unrecht hat er nicht einmal gehabt, muss ich sagen.
Aber das gilt natürlich nicht grundsätzlich. Das ist nicht wahr. Ich meine, es gibt zum guten Glück viele Architekten, die vor allem eine Haltung haben. Das finde ich sehr wichtig. Und die Haltung muss ablesbar bleiben, die muss spürbar bleiben. Das heisst nicht, dass man einem Bauherr sagt, was er genau muss machen. Das heisst das nicht. Das heisst vor allem auch gut zuhören. Aber etwas daraus machen von dem, was der Bauherr will, das ist die Aufgabe des Architekten. Und das muss er innerhalb seiner Haltung machen. Und die ist vielleicht eine andere als der oder der. Das ist natürlich in dem heutigen Stil Pluralismus nicht zu vermeiden. Das ist halt einfach, wir leben nicht mehr im Zeitalter der Moderne. Das ist eigentlich ein abgeschlossenes Projekt. Und ich rede immer darüber, dass man in der heutigen Zeit eigentlich eine Art reflexive Moderne hat. Also man schaut zurück auf etwas, wo man mal gemeint hat, das ist die Lösung. In allem, in allen Lebensbereichen, nicht nur in der Architektur, in allem, hat man das Gefühl gehabt, der Aufbruch der modernen Idee führt jetzt die Gesellschaft zu richtigen Lösungen. Man hat gesehen, dass das auch halt, letztlich nicht nur weitergeführt hat. Und darum sind wir jetzt in einer Zeit, wo man vielleicht den Glauben an Gott verloren haben, um es mal ein bisschen so zu sagen, und dafür viele Götter haben. Und das sieht man auch im Zustand der Kirche, was so passiert. Und es gibt ganz viele Kirchen, kleinere und Pfingstgemeinden und so weiter. Aber die grossen Kirchen, oder, die verlieren eigentlich an Zuspruch. Das heisst nicht, dass Glauben verloren geht, das ist etwas anderes. Aber die weltlichen Religionen, die sind schon ein paar Fragen wert. Das sieht man, es gibt so schnell nicht so viel Krieg. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Aber auf das möchte ich dann quasi am Schluss noch schnell noch mal darauf zurückzukommen. Also was jetzt die Entwicklung vom eigenen Schaffen denn, was das für einen Einfluss hat auf die Entwicklung vom eigenen Schaffen. Vielleicht abschließend da dazu noch, gerade zu dem, das interessiert mich sehr, die Zusammenarbeit von Politik und Architektur und Architekturschaffenden hat, das darf man glaube ich sagen, in Baden in den 80er und 90er Jahren einen guten Ruf verschafft. Mhm. Über das hat man geredet. In Baden macht man etwas gut, macht etwas richtig. Der Faden der reisst ab. Wahrscheinlich kann man ihn nicht an einem Ereignis festmachen. Es ändern sich personelle Konstellationen, auch in der Politik, in der Verwaltung. Das fällt sich auf abschwächen oder das Institutionelle geht weg und jetzt gewinnt die Stadt Baden den Wackenpreis. Ist das die Ernte von dieser Arbeit? Das ist ja offensichtlich auch etwas, wo man, das argumentiert man auch so, wo ganz weit zurückgeht. Also Arbeiten, die vor langer Zeit angedenkt und gemacht worden sind, die jetzt gewürdigt werden, dürft ihr euch da ein Stückchen davon abschneiden? Also ich glaube es eher nicht. Also was mich anbelangt, habe ich da damit... Ich habe da nichts dazu beigetragen, aber es hat damit zu tun, ich glaube, also ich meine, der Preis, das hat mich auch überrascht, aber der Preis ist, glaube ich, für den öffentlichen Raum explizit ausgesprochen und das hat genau mit dem zu tun, was ich erzählt habe. Ich meine, die kleine Verkehrssanierung, die hat eben dazu geführt, dass die Weidgasse und das Badstrasse als öffentlicher Raum überhaupt können wahrgenommen werden. Vorher waren das einfach Strassen, wo man durchgefahren ist mit allem. Und das ist schon eine Leistung, das muss man sagen. Und die geht natürlich in diese Zeit zurück. Und ich habe dort mit dem nichts zu tun gehabt. Also wir sind, der Ursburg hat und ich, sind nicht beteiligt gewesen an dieser kleinen Verkehrssanierung mit nichts. Ich sage nicht, dass mir das besser angebracht hat. Das sage ich gar nicht. Vielleicht anders. Aber
es ist natürlich relativ billig, jetzt einfach so darüber nachzudenken und sagen, ja, da hat es jetzt aber auch Wunden gegeben. Ich hätte es jetzt gut gefunden, oder, dass man im Zusammenhang mit dem Wackerpreis eben auf die Verwundung auch zu reden kommt und sagt, ja, das hat alles einen Preis. Das, was da geschafft worden ist, an öffentlichen Räumen bis hin zum Theaterplatz, wo einfach verkehrsfrei ist. Aber ich habe nicht ganz begriffen, was jetzt die besondere Leistung da ist. Ehrlich, also vor allem in der heutigen Zeit. Aber ich muss auch nicht alles verstehen. Ja, jetzt versuchen wir die Schlusskurve. Es geht ein bisschen da drin, quasi den Glauben an die grossen Götter verloren. Die grossen Götter hat es auch in der Architektur gegeben, in den 20er Jahren. Einen hast du erwähnt, so Louis Kahn, als einer von den, häufig einer von den fünf Masters beschrieben. Wie haben die grossen Architekten dich beeinflusst? Oder welches sind die, die dich, würdest du sagen, hat mich am meisten beeinflusst? Und wie hat sich das entwickelt? Das mündet für mich in die Frage, wenn man nach 50 Schaffensjahren als Architekt zurückschaut, gibt es auch Projekte, die man eigentlich lieber nicht erwähnt, dass man sie mal gemacht hat, dass man sie mal entworfen hat? Oder hat alles seine Logik, so, quasi, wenn man das Buch von den eigenen Projekten durchschaut? Ja, ich finde schon, hat alles seine Logik. Also wenn ich jetzt die Bücher anschaue, die ich jetzt hier habe, dann finde ich, hat alles seine Logik. Und da hat es jetzt nichts, was ich verleugnen würde. Aber es hat schon Sachen gegeben, auch vorher, wo wir vielleicht so ein bisschen sehr suchend unterwegs waren und das und dieses ausprobiert haben. Das ist vielleicht dann nicht immer in allen Teilen gelungen. Das wegen der grossen Götter, beziehungsweise was man so, wie bin ich erzogen worden, in welcher Architektur. Also, es ist ganz klar, ich bin in der Moderne erzogen worden und es hat die Dogmas gegeben. Also, man hatte Herr Corbusier zu verehren, man hatte den Herr Gropius zu verehren, man hatte Herr Frank Lloyd Wright zu verehren, das habe ich nicht verstanden, aber immerhin. Und man hat Alvar Aalto zu verehren gehabt. Da hat es nichts gegeben. Das war einfach so. Das sind wie Dogmen, sind die einem eingerichtet worden. In der Schweiz war für mich prägend gewesen, ein Trio. Der Ernst Gisel, der Fritz Haller und der Walter Förderer. Das waren drei Architekten, die ganz unterschiedlich gebaut haben. Und alle drei haben mich völlig fasziniert und ich habe nicht verstanden, warum der eine das so und der andere so. Heute weiss ich es, also heute kann ich es glaube ich einigermassen deuten. Es hat sich dann ergeben, dass ich dann sowohl mit dem Walter Förderer später als auch mit dem Fritz Haller, besonders auch mit dem Ernst Gisel, haben wir sich kennengelernt oder ist sogar, hat sich sehr, wie soll ich sagen, auch gegenseitig geschätzt. Was mich natürlich auch gefreut hat, und bei Ernst Gisel war das ein besonderer Anlass. Er ist nämlich zum Ehrendoktor gewählt worden und ich hatte die Laudatio der ETH. Und das hat uns eigentlich fast zu Freunden gemacht. Und ich habe ihm dann einmal gesagt, weißt du, Ernst, das ist für mich unglaublich, dass ich an jemanden, den ich so angeschaut habe, dann plötzlich jetzt einfach als Mensch kennenlernen und schätzen und feststellen. Und das hat mich geprägt. Und der Widerstand gegen die grossen Meister hat mich eben auch geprägt. Und ich habe dann immer meinen Louis Kahn, der war wie eine Entdeckung für mich. Den hat man da nicht gekannt in den 60er Jahren. Und den habe ich dann immer ins Feld geführt. Und das war interessant. Ich habe den immer gegen die Moderne verteidigt. Und Louis Kahn ist kein moderner Architekt. Aber was ich später gehört habe, als ich dann einmal am Kahn-Institut, die University of Philadelphia, war, ist, dass er für jedes Projekt, das er gemacht hat, hat er eine moderne Version gezeichnet. Er hat immer ein moderner Architekt sein und hat es nicht geschafft. Ich würde sagen, zum guten Glück. Und als der Corbusier gestorben ist, hat er gesagt, jetzt fehlt ihm jemand, der ihm über die Schulter schaut.
finde ich auch noch ein schönes Bild. Und für mich ist der Widerstand zu diesen grossen Meistern immer ein Teil gewesen, auch von meiner eigenen Entwicklung. Später und jetzt auch habe ich natürlich verstanden, wer das alles ist. Und ich habe jetzt endlich auch verstanden, wer der Frank Lloyd Wright wirklich war. Und ich habe an der ETH eine Synopse gemacht. Das heisst, es ist so eine Zusammenstellung von der Architektur vom 20. und vom 21. Jahrhundert. Und das ist also, das hat es noch nie gegeben vorher. Da gibt es einen, so einen da gibt es eine Übereinstimmung von geschichtlichen Ereignissen, von kulturellen Ereignissen und was ist wirklich in der Architektur passiert bis heute. Und was sind das für Felder gewesen? Moderne Klassizismus, dogmatische Moderne und expressive Moderne. Und innerhalb dieser Felder haben sich Architekten oder Positionen von Architekten und Haltungen von Architekten entwickelt, bis in die heutige Zeit. Und das ist dann verbunden worden mit der Kunst auf der einen Seite. Was ist in der Kunst passiert? Was ist passiert? Wo ist der Kubismus losgegangen? Und was ist denn in der Architektur passiert? Und das Gleiche mit Literatur und das Gleiche mit geschichtlichen Ereignissen wie Weltkrieg, Wirtschaftskrise oder Ölkrisen und so weiter. Und das hat eigentlich zu dieser Synopse geführt. Und dann habe ich auch angefangen zu verstehen, dass es Vernetzungen gibt von der einen Position zu der anderen. Und ich habe angefangen, über diese Netze und über diese Vernetzungen eigentlich auch Vorlesungen zu machen. Und das mache ich bis heute. Und ich mache ja heute noch öffentliche Vorträge über Architektur, wo ich eigentlich immer über Wirkungsgeschichte von Architektur rede. Nicht über einzelne Positionen, die für sich ja immer behaupten, dass sie die Worte kennen. Das muss man hinterfragen. Alles kommt von etwas und jeder ist ein bisschen angeschoben. Auch wenn es gewisse Architekten gibt, die das Gefühl haben, es sei alles von ihnen, sie hätten gar keinen Einfluss und keine Vorbilder, was nicht stimmt. Man kann das gar nicht benennen, von was man alles beeinflusst ist. Man ist einfach und das hat man in sich inne und das kommt irgendwann mal raus und kommt aufs weiße Papier. Man hat nur ein weißes Papier vor sich. Und vielleicht so ein Bleistift und hinten noch ein Gummi, das ist nicht unwichtig. Und irgendetwas kommt und man zeichnet das, vielleicht mit ganz schnellen Skizzen, skizzierten Schriften, schreibt etwas auf, einen Gedanken, den man versucht. Und der Gedanke ist immer grösser als das, was auf dem Papier ist. Es gibt immer einen Verlust von dem, was man denkt, was man sieht an einem Bild und dem, was man nachher aufschreibt oder zeichnet. Und da hat man Sachen gesehen, die plötzlich sich auf einem Papier wieder zeigt. Und man dachte, wie komme ich auf das? Und darum kann ich nicht behaupten, ich sei nicht beeinflusst. Selbstverständlich. Es ist auch schön, das zu sein. Und ja, das sind so meine, das ist so ein bisschen meine Erziehung. Also, ich bin ja dann an die ETH gekommen. Bin dort Professor für Architektur und Entwurf wurde. Also, das habe ich nicht gesucht. Und ich bin eingeladen worden, mich vorzustellen. Und dann hat man mich tatsächlich gewählt. Und ich hatte Angst gehabt, wie noch irgendetwas. Ich habe mich dann zusammengetan mit dem Ruggero Troppiano, der Assistenzprofessor war. Und wir haben dann die Professur zum zweiten geführt. Und am Anfang, die ersten 5 Jahre, und das war wunderbar. Wir haben gut ergänzt. Und ich bin dann auch Vorsteher worden vom Departement und habe dann dort auch wieder, sagen wir, mein gewisses politisches Faible für Architektur können einbringen. Wir mussten einmal müssen den Bundespräsident Guspin empfangen, der Chef war von den ETHs. Und dann dazu habe ich den Jacques Herzog aufgeboten, gesagt, Jacques, du musst kommen, wir machen das Zweite. Ich wollte da keine grosse Übung haben. Und dann haben wir das gemacht. Und beim Auslaufen hat der Guspin gesagt, ich habe gar nicht gewusst, dass die Architekten so eine hohe Forschungsqualität haben. Und dann, als er draußen war, haben wir einander angeschaut und gesagt, da haben wir kein schlechtes Kabarett aufgeführt.
Weil es geht natürlich immer um Geld, oder? Und es ist auch dort darum gegangen, ja, wie viel Geld geht an die Fachhochschulen und was bleibt bei den Hochschulen. Oder braucht es überhaupt eine Architekturausbildung an einer Hochschule? Das kann man doch auch an der Fachhochschule. Die Tendenz gibt es immer. Und das haben wir also erfolgreich können bestätigen, dass es das braucht. Das ist ja richtig. Das wäre ja unglaublich, wenn das nicht so wäre. Und die Zeit mit diesen jungen, wachen Studentinnen und Studenten, die hat mich natürlich auch geprägt. Das ist eine grossartige Zeit. Und ich bin heute noch immer ein Gastkritiker und ich mache es einfach gerne. Ich habe gemerkt, dass ich das gerne mache. Und ich glaube, es ist gegenseitig. Ich glaube auch einigermaßen mögen. So wie ich das festgestellt habe. Ja, das ist der zweite Teil eigentlich von meinem Leben dann geworden. Das hat bis jetzt gedauert. Ich war ja jetzt noch in Wien. Man wird ja dann emeritiert an der ETH mit 65. Und dann hat man mich in Wien angefragt. Und ich habe an der TU Wien dann ab und zu ein Semester gemacht. Und dort konnte ich dann machen, was ich wollte. An der ETH schon auch machen, was ich wollte. Ich hatte natürlich sogenannte Lehrfreiheit, aber man hat also schon noch Verpflichtungen. Die sind dann nicht klein. Und wenn man noch Vorsteher ist, dann hat man so einen ganzen Tisch voll, alles mit Primadonnas aus der ganzen Welt. Und das ist kein schlechter Zirkusakt, das beieinander zu behalten und die Fäden einigermaßen zu ziehen. Aber das war eine schöne Zeit und ich habe gemerkt, ich habe immer Angst gehabt vor allem. Ich habe immer Angst gehabt vor, ich weiß auch nicht warum, vor all so Zeug. Und dann habe ich immer gemerkt, ich kann es ja. Dann mach es doch einfach. Mach doch das, was du nicht kannst. Das ist das perfekte Schlusswort.